driving last Friday on the way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve. Going home to see mama and her daddy with the baby in the backseat. 50 miles to go, she was running low on faith and gasoline. Been a long, hard year. It was still getting colder when she made up to the shoulder and the car came to a stop. She cried when she saw that baby in the backseat sleeping like a rock. And for the first time in a long time, she bowed her head to pray. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I've got to change. So from now, hi. Grüß dich. Hey. Hallo, wie heißt du denn? Ich bin die Anne, bin 29 und komme aus Würzburg. Ich fand das sehr schön. Das war ja ein eindeutiges Bekenntnis. Bist du gläubig? Oder? Also ich glaube auf jeden Fall an Engel und an meine Oma, die da oben ist und gerade zugeschaut hat. Okay. Und wenn sie hat mit Sicherheit zugeschaut und sie hat es sehr genossen. Das ist nämlich wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Manchmal drehen wir vier uns nicht um, weil es vielleicht schon irgendwie die eine oder andere Stimme gibt, die so ähnlich klingt, weil es einfach ein paar Sänger gab, die vielleicht noch krasser irgendwie abgeliefert haben. Und das heißt aber nicht, dass das nicht ein wunderschöner und besonderer Auftritt war und dass du nicht wirklich stolz auf dich sein kannst. Und deine Oma hat auf jeden Fall zugeguckt und hat das bestimmt sehr genossen. Dankeschön. Ich fand, Anne, nur dir auf den Weg zu geben, halt irgendwie so der ist eine lässige Art zu singen manchmal, die sehr verbunden an Sicherheit ist. Und du hast die lässige gegeben, aber manchmal warst du nicht so sicher. Das war manchmal die Aufregung zu spüren, zu hören. Und geh deinen Weg einfach und bitte komm wieder. Das mache ich auf jeden Fall. Ja? Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Mach's gut. Ciao.